Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Vidals Wohnung empfing ihn wie üblich mit Stille und Ruhe. Niemand lief ihm entgegen, niemand bombardierte ihn mit Fragen über den Tag. Der Mann war ziemlich zufrieden damit. In seinen 50ern wollte er kein anderes Leben, obwohl die Menschen um ihn herum immer noch versuchten, ihn auf den richtigen Weg zu führen, indem sie ihm rieten, dringend eine neue Frau zu finden und Kinder zu bekommen, bevor es zu spät war. In seinem Alter. Nun ja, er sieht 10 oder 15 Jahre jünger aus als seine Altersgenossen. Fitness, Schwimmen, gesunder Lebensstil, aber die Tatsache ist, dass es etwas spät ist, eine Familie im Alter von 50 Jahren zu gründen. Er hat eine Frau, die 35-jährige Louisiana mit langen Beinen, die wie ein Fotomodell aussieht, aber klug, verständnisvoll und sehr praktisch ist. Eine klassische Situation, er ist der Chef, sie ist seine persönliche Assistentin. Diese Beziehung begann vor 7 Jahren und alle sind immer noch zufrieden damit. Vidal genießt regelmäßige Dates, Louisanas Schönheit und Jugend und ihre unkomplizierte Artikel. Louisiana mag ihr anständiges Einkommen, das Reisen, teure Geschenke und Hilfe in allen Angelegenheiten. Louisiana stammt aus einer dysfunktionalen Familie, aber sie schaffte es, sich aus der Dunkelheit zu befreien, und sie hat alles ohne Hilfe erreicht. Aber sie hatte jüngere Brüder und Schwestern, die immer wieder in Schwierigkeiten gerieten, und aus irgendeinem Grund fühlte Louisiana, dass es ihre Verantwortung war, ihnen zu helfen, manchmal mit Vidals Hilfe. Der Mann überlegte sogar, einen guten Psychologen für sie zu finden, um Louisiana dabei zu helfen, ihre ungesunde Überverantwortung gegenüber den Jüngeren loszuwerden. Sie sind alle erwachsen, wenn Louisiana auf die Beine kommen konnte, konnten es auch ihre Brüder und Schwestern, aber sie müssen hart arbeiten. Waren Vidal und Louisiana ineinander verliebt? Es gab Sympathie, gegenseitiges Verständnis, Respekt. Um ehrlich zu sein, war es eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit, und nach heutigen Maßstäben war das gar nicht so schlecht. Und Liebe. Vidal hatte lange Zeit geglaubt, dass es ein erfundener Begriff war, der in der Realität nie existierte. Er hatte diese Meinung bis fast zu seinem 40. Lebensjahr, und dann kam sie auf wundersame Weise in sein Leben, Viola. Selbst ihre Namen waren ähnlich, Vidal und Viola. War das Zufall? Vidal dachte oft an sie, obwohl über 10 Jahre vergangen waren, seit sie ihm gesagt hatte, dass alles zwischen ihnen vorbei sei. Aber wie konnte er diese durchdringenden türkisfarbenen Augen vergessen, ihre honigfarbene Haut, ihr langes blondes Haar, das in weichen Wellen bis zu ihren Schultern fiel? Und das Lachen, das immer sein Herz warm und glücklich machte. Vidal nahm eine Dusche, zog seinen Schlafanzug an und entspannte sich auf dem Sofa, schaltete den großen Fernseher ein. Er wollte diesen Abend alleine verbringen. Louisiana hatte vorgeschlagen, zu einer Ausstellung zu gehen, offensichtlich wollte sie sich treffen. Aber nicht heute Abend. Der Tag war zu schwer, nicht nur in arbeitsbezogener Hinsicht. Es war nur so, dass morgen der Jahrestag der Tragödie ist. Der Mann hat dieses Datum nie besonders markiert, aber es war in seinem Gedächtnis eingraviert. Und wenn der denkwürdige Tag näher rückte, fühlte sich Vidal unwohl und ängstlich, ging zurück in die Vergangenheit und versuchte zu denken, wie er sich hätte verhalten sollen, um die Dinge anders zu machen. Er konnte heute einfach nicht zur Ausstellung mit Louisiana gehen und dann ins Restaurant gehen und reden und lächeln, als wäre nichts passiert. Und er wollte nicht, dass Louisiana sein trauriges Gesicht sieht. Der Mann respektierte Louisiana, weil sie hart arbeitete und alles aus eigener Kraft erreichte. Sie war eine gute Frau, eine wunderbare Person, freundlich, entschlossen, fleißig, schön und es schien, dass sie ihn liebte. Er wünschte, er könnte erwidern, aber es schien, als wäre er ein Einfrauenmann geboren worden. Jetzt war Vidal der Leiter eines Mini-Imperiums, eines Netzwerks von Autohäusern. Das Geschäft brachte ein hervorragendes Einkommen. Der Mann konnte sich schon lange alles leisten, was er wollte, Vidal verfluchte sich selbst. Wie konnte er nur so unachtsam sein? Teuren Autos reisen in alle Teile und Ecken der Welt. Um ehrlich zu sein, er musste nicht mehr arbeiten, denn das angesammelte Vermögen würde für mehrere Menschenleben ausreichen. Aber Vidal mochte alles daran, Meetings, Wettbewerber, die Suche nach Lösungen, die Expansion des Geschäfts, es war wie ein lustiges Spiel.
Er hatte sicherlich nicht vor, sich in naher Zukunft aus dem Geschäft zurückzuziehen. Alles begann mit der Eröffnung einer kleinen Autowerkstatt im Hinterhof mit Alfonso, einem Freund aus der Kindheit. Jetzt ist auch Alfonso eine bekannte Persönlichkeit mit mehreren Autohäusern in der Stadt. Irgendwann trennten sich ihre beruflichen Wege, aber die Männer waren immer noch enge Freunde. Im Gegensatz zu Vidal war Alfonso bereits zum dritten Mal verheiratet und hatte 6 Kinder. Alfonso liebte sie alle, sorgte für sie alle und versorgte sie alle. Manchmal versammelte sich der ganze Clan bei gemeinsamen Feiern, wie Alfonsos Geburtstagsfeier. Und es war immer episch. Don Corleone, scherzte Vidal über seinen Freund. Alfonso lächelte stolz und betrachtete seine Nachkommen glücklich. Aber Vidal. Vidal war ein alleinstehender Mann in seinen 50ern. Es gab viele Frauen unterschiedlichen Alters um ihn herum und jede von ihnen wäre bereit, ihn zu heiraten, aber seine zahlreichen Affären gehörten der Vergangenheit an. Und es ging nicht einmal um das Alter. Es war einfach so, dass Vidals Beziehung zu Viola sich stark verändert hatte, er war nicht mehr derselbe Vidal danach. Morgen wird Vidal an einen Ort gehen, an dem er einige Zeit allein mit seiner Geliebten verbringen kann, einen Friedhof. Ein Eisengitter, ein bescheidener Gedenkstein. Er wird sich immer an Viola erinnern, so fröhlich, so sorglos, wie sie auf alten Fotos aussah. Auf den Fotos war sie für immer jung und glücklich. Aber Vidal wird abends hingehen, damit er keine ihrer Verwandten trifft. Er wollte dort ohne Zeugen sein und brauchte keine überflüssigen Fragen. Der Sprecher auf dem TV-Bildschirm sprach gerade über die instabile wirtschaftliche Lage in ihrer Stadt. Traurige Geschichte. Vidal sorgte dafür, dass die Mitarbeiter seines Unternehmens anständig entlohnt wurden. Finanzielle Motivation ist die stärkste Motivation, das ist so klar wie 2 mal 2. Und die Menschen gaben ihr Bestes, arbeiteten hart, erfüllten ihre Pläne und waren dem Unternehmen treu ergeben. Aber es gibt tatsächlich viele Menschen, die in ihrer Stadt unter der Armutsgrenze leben, die Zeiten sind schwer. Vidal tat besonders den Kindern leid. Er unterstützte sogar mehrere Waisenhäuser und spendete oft Geld an die Stiftung zur Unterstützung junger Patienten in Krankenhäusern. Wohltätigkeit war ein fester Bestandteil seines Lebens. Alle mächtigen, erfolgreichen Menschen, die Vidal kannte, taten es. Jemand versuchte auf diese Weise Sünden zu sühnen, jemand dankte dem Universum und Gott für das Glück. Was Vidal betraf, er hatte einfach Mitleid mit den unglücklichen Kindern. Auch heute kam er aus dem Supermarkt, wo er nach der Arbeit hingegangen war, er ging zügig zu seinem Auto und spürte diesen Blick, als ob er ihm ein wenig den Nacken verbrannte. Er drehte sich um und sah ein Mädchen. Ein kleines Mädchen, ungefähr 10 Jahre alt, dünn, mit einer zu großen Jacke und schmutzigen zertretenen Turnschuhen. Sie war schmutzig und ungepflegt, offensichtlich aus einer dysfunktionalen Familie. Sie bettelte nicht um Almosen, versuchte nicht, Geld zu verdienen, indem sie Autos wusch, wie Jungen in ihrem Alter, die seit dem Sommer auf diesem Parkplatz arbeiteten. Sie saß einfach auf dem niedrigen Zaun und starrte Vidal aus irgendeinem Grund intensiv an. Er wollte ins Auto steigen und wegfahren, aber das Kind tat ihm leid. Was, wenn dieses Mädchen Hilfe brauchte? Der Mann seufzte und ging auf das kleine Mädchen zu. Sie wurde vorsichtig und sah ihn unfreundlich an. Obdachlose Kinder erwarten Schwierigkeiten, was eigentlich das Richtige ist. Hast du Hunger? Fragte Vidal. Er sah das Mädchen mit mitfühlenden Augen an. Sie sah noch dünner und blasser aus, als sie aus der Ferne wirkte, aber sie war sehr hübsch. Zarte Gesichtszüge, große smaragdgrüne Augen, zerbrechlicher Körper. Ist es überhaupt möglich, dass Eltern ein so schönes Kind nicht lieben und schätzen? Dieses kleine Mädchen sollte geschätzt, beschützt und glücklich sein. Ich habe seit gestern nichts gegessen, sagte das Mädchen und senkte die Augen, als ob sie sich für dieses Geständnis schämte. Vidals Herz zog sich schmerzhaft zusammen und er begann zu überlegen, was er ihr geben könnte. Alles, was er in seiner Tasche hatte, war etwas Roggenbrot, Käse und Wein, und er konnte einem Kind kaum etwas davon anbieten. Dann sah er die Bäckerei an der Ecke des Parkplatzes. Magst du Sandwiches? Fragte der Mann. Ja, nickte sie und lächelte, und ihr Gesicht erstrahlte in einem besonderen Licht, das sie in eine echte Schönheit verwandelte.
Vidal bewunderte das entzückende Kind ein paar Sekunden lang und eilte zur Bäckerei. Das Mädchen saß auf dem Zaun und beobachtete den Mann, der ihr eine Leckerei versprochen hatte. Während Vidal in der Schlange wartete, versuchte er zu verstehen, wo er dieses Mädchen schon einmal gesehen hatte. Ihr Gesicht schien ihm bekannt vorzukommen. Etwas an ihr war so ungewöhnlich, er wollte die Geschichte des Kindes wissen. Aber würde sie sie erzählen? Kinder, die gezwungen sind, auf der Straße zu überleben, sind normalerweise sehr vorsichtig und verschlossen. Und sie müssen schlau und hinterlistig sein, sie können verschiedene Geschichten erfinden. Nur weil sie irgendwie überleben müssen. Vidal kaufte eine große Tüte mit verschiedenen Sandwiches und eine Flasche Saft und reichte alles dem Mädchen. Ihre Augen strahlten vor Freude. Sie nahm sofort ein Sandwich aus der Tasche und biss gierig hinein. »Danke, es ist sehr lecker«, zeigte das Mädchen ihre guten Manieren. »Gern geschehen«, lächelte Vidal. »Braucht ihr vielleicht Hilfe? Habt ihr Eltern?« »Ich habe keine Eltern«, gestand sie, »unsere Großmutter zieht uns groß, aber sie ist nicht einmal unsere leibliche Großmutter, sie ist die Cousine unserer Großmutter.« »Es ist gut, dass du eine Großmutter hast. Aber warum hast du so großen Hunger? Warum hast du seit gestern nichts gegessen? Füttert dich deine Großmutter nicht?« »Wir haben nicht viel Geld«, gestand das Mädchen, »nicht genug. Großmutters Sohn trinkt viel, er hat all das Geld aus ihrer Geldbörse gestohlen. Heute sind wir Flaschen sammeln gegangen, um zumindest etwas Geld zu verdienen. Ich helfe auch, ich habe nur eine kurze Pause gemacht. Bruno und die Jungs waschen hier Autos, deshalb werden wir heute Abend zu Abend essen. Wer ist Bruno? Er ist mein Bruder. Älterer Bruder. Nein, ich bin 10 Minuten älter, sagt Großmutter so, aber er wird wütend, er glaubt es nicht, er sagt, wenn er ein Junge ist, ist er älter. Oh, seid ihr Zwillinge? Ja. Großmutter sagt, wir sind königliche Zwillinge. Zuerst dachte ich, unsere Eltern wären königlich, aber dann habe ich verstanden. So nennt man Zwillinge, wenn ein Junge und ein Mädchen zur gleichen Zeit geboren werden. Vielleicht sollten wir das Jugendamt anrufen, schlug Vidal zögernd vor. Du und Bruno werdet an einen guten Ort gehen, wo ihr ein sauberes Bett und anständiges Frühstück, Mittag und Abendessen haben werdet. Ihr werdet eine Ausbildung bekommen und müsst nie wieder auf diese Weise Geld verdienen. Plötzlich spannte sich das Mädchen an und ihr Gesicht veränderte sich. Gerade eben hatte sie noch gelächelt, ein Sandwich gegessen und mit den Füßen gewackelt, aber jetzt sah sie Vidal mit Angst und Misstrauen an. »Bitte nicht! Wir wollen nicht ins Waisenhaus!« schrie sie, sprang vom Zaun und lief davon, die Tüte mit Sandwiches fest an ihre Brust gedrückt. Vidal verfluchte sich selbst. Wie konnte er nur so unachtsam sein? Er hätte taktvoller und vorsichtiger sein sollen. Natürlich hatte das Mädchen Angst, als er das Waisenhaus erwähnte. Viele Kinder aus solchen Familien betrachten Waisenhäuser als böse. Kinder begreifen nicht, dass sie im Waisenhaus ein besseres Leben haben können als zu Hause in einer Familie. Sie können eine gute Ausbildung bekommen, Freunde finden und die Chance auf eine bessere Zukunft haben. Vidal seufzte und schenkte sich ein Glas Wein ein. Er musste sich heute Abend entspannen. Vielleicht, wenn er Glück hatte, würde er schnell einschlafen und bis zum Morgen ohne Albträume schlafen, obwohl das unwahrscheinlich war. Wahrscheinlich würde er sich lange hin und her werfen, wie es an solchen Tagen üblich war, und an sie denken. Tatsächlich war Viola immer auf die eine oder andere Weise in seinen Gedanken. Er hat immer noch viele Fotos von ihr, damals war es üblich, Bilder auszudrucken. Einige von ihnen zeigten die beiden glücklich und verliebt, andere zeigten nur Viola, ein schönes Mädchen mit lebhaften Augen und einem warmen, aufrichtigen Lächeln. Vidal liebte es, seine Geliebte zu überraschen und zu erfreuen. Ihre aufrichtigen Reaktionen, ihr Lachen, ihre Bewunderung und Dankbarkeit machten Vidal wirklich glücklich. An Violas Seite fühlte er sich stark, mächtig, wichtig, fast unbesiegbar. An einem Sommertag kam sie in eines von Vidals Büros. Zu diesem Zeitpunkt war der 38-jährige Mann bereits Eigentümer einer Kette von Autowerkstätten. Das Geschäft wuchs schnell und das Geld strömte in Strömen. Vidal war das Leben eines wohlhabenden Mannes gewohnt, der sich alles leisten konnte.
Er verabredete sich mit wunderschönen Frauen, versprach ihnen jedoch nie etwas, er dachte, es sei zu früh für ihn zu heiraten. Der Mann war zufrieden mit seinem Leben ohne die Mühen der Ehe. Erfolgreiches Geschäft, schöne Mädchen, Reisen, Bars, Clubs, Unterhaltung. Nein, er war nicht ein glücklicher Mann, der das Geschäft und ein Vermögen von seinem reichen Vater geerbt hatte. Zusammen mit seinem Freund Alfonso ging er den harten Weg zum Erfolg. Sie lernten, machten Fehler, arbeiteten Tag und Nacht und hatten ihre Höhen und Tiefen. Sie mussten sich überall hineinversetzen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Schon von klein auf war Vidal ein ernsthafter und zielstrebiger Mensch, aber jetzt, nachdem er Erfolg hatte, glaubte er, dass er ein Recht hatte, die Freuden des Lebens zu genießen, aber er überschritt nie die Grenze. Und dann bemerkte eines Tages ein erfolgreicher Geschäftsmann ein Mädchen im Hauptbüro, eine neue Mitarbeiterin, er hatte sie sicherlich noch nie zuvor gesehen. Vidal erinnerte sich immer noch an diesen Moment. Er stieg die Treppe zum zweiten Stock hinauf, wo sich sein Büro befand, und begegnete einer sanften, charmanten Kreatur, einem jungen, schlanken Mädchen mit strahlend türkisfarbenen Augen, gekleidet in ein weißes Sommerkleid mit rosa Blumen. Dieses enge Sommerkleid sah an ihrem perfekten Körper großartig aus. In diesem Moment fiel ein Sonnenstrahl durch das Fenster auf das Mädchen, und diese Berührung der Sonne ließ sie magisch aussehen. Sie warf kaum einen Blick auf Vidal und eilte irgendwohin. Und er blieb stehen und sah sie an. Später erfuhr er von einem der Mitarbeiter, dass drei Studentinnen von der örtlichen Universität in ihre Firma für ein Praktikum geschickt wurden. Viola war eine der Praktikantinnen. Zuerst versuchte Vidal, ihr Bild aus seinem Kopf zu verbannen, denn es gab viele andere Schönheiten in der Nähe. Und sie war zu jung, erst 20 Jahre alt, fast ein Kind, und sie war zu unschuldig, zu unerfahren. Er ist der Chef, sie ist eine junge Praktikantin, dieses Mädchen ist nichts für ihn. Aber Vidal konnte sich nicht helfen. Er versuchte, Viola überall mit den Augen zu finden, wie ein Junge, er fand verschiedene Gründe, um zufällig mit ihr in Kontakt zu kommen, denn die Anwesenheit dieses Mädchens füllte ihn mit Kraft und Energie. Das war Vidal noch nie zuvor passiert. Er sah Viola in seinen Träumen. Die junge Schönheit war ständig in seinen Gedanken. Im Laufe der Zeit, als das Mädchen sich im Büro eingewöhnte und herausfand, wer war, begrüßte sie Vidal immer öfter, lächelte ihn an und manchmal sprach sie sogar mit ihm über arbeitsbezogene Angelegenheiten. Der Mann fühlte sich in ihrer Gegenwart immer unbeholfen, manchmal konnte er kein Wort herausbringen und manchmal begannen seine Handflächen sogar zu schwitzen. Vidal hoffte verzweifelt, dass niemand um ihn herum es bemerkte, besonders nicht Viola, denn er wollte das Mädchen nicht erschrecken und in Verlegenheit bringen. Und generell verstand Vidal sehr gut, wie es von außen aussehen könnte. Ein reicher und mächtiger Geschäftsmann und eine junge Studentin, typische ungleiche Verbindung. Eines Tages enden. Der Mann versuchte einen Vorwand zu finden, um diese wunderbare Nacht fortzusetzen. Überraschenderweise bot Viola selbst eine Lösung an, musste Vidal wieder einmal lange arbeiten. Das kam ziemlich oft vor. Der Mann verließ das Büro wie gewöhnlich, verabschiedete sich vom Wachmann und machte sich auf den Weg zum Parkplatz. Unterwegs bemerkte er jemanden, der auf den Ausgang zulief. Das Büro befand sich in einer Industriezone und die Bushaltestelle war ziemlich weit entfernt. Das musste einer der Mitarbeiter sein. Jetzt würde Vidal ihn einholen und ihm eine Mitfahrgelegenheit anbieten. Als Vidal sich dieser Person näherte, war er überrascht. Es war sie, Viola. Was für eine Wendung! Der Mann hielt das Auto an und öffnete die Tür. Steig ein, ich bringe dich zur Bushaltestelle. Danke, Viola war erfreut, sie ging schnell um das Auto herum und stieg auf den Beifahrersitz. Sie war jetzt so nah bei ihm, so schön, so jung, so bezaubernd und so begehrenswert. Aber Vidal konnte seine Gefühle nicht zeigen. Er wusste, wie er seine Emotionen verbergen konnte, aber bei Viola konnte er es kaum tun. Warum kommst du so spät? Fragte der Mann, um die peinliche Stille zu brechen. Es ist eine verrückte Geschichte, Viola senkte den Blick und wurde traurig. Was ist passiert? Ich habe den Bericht vermasselt. Nun, Augusta Rodriguez hat mich gebeten, Kaffee zu holen, und ich bin tollpatschig und habe ihn über den Bericht verschüttet. Sie wurde wütend und zwang mich, ihn neu zu schreiben.
Deshalb musste ich lange im Büro bleiben. Ja, das ist Augustas Stil, sagte Vidal. Für alle anderen war sie Augusta und für ihn war sie Augustita. Sie war seine Cousine und er hatte sie als Leiterin der Wirtschaftsabteilung eingestellt. Schon als Kind war sie gemein gewesen. Offenbar hatte sie jetzt eine Gelegenheit gefunden, sich über die arme Studentin lustig zu machen. Arme Viola. Es war sehr spät geworden. Gut, dass Vidal heute auch spät arbeitete und eine junge Studentin am Ausgang sah. Andernfalls hätte sie durch die Industriezone bei Nacht zur Bushaltestelle laufen müssen, was nicht sicher ist. Dort gibt es oft Streunerhunde oder verdächtige Gesellschaften. Lass mich dich nach Hause fahren, schlug Vidal plötzlich vor. Wo wohnst du? Auf der Gran Via. Oh, das liegt auf dem Weg, log der Mann. In Wirklichkeit lag sein Haus in die entgegengesetzte Richtung, aber er wollte diese wunderbaren Momente verlängern. Er war allein mit Viola und es war niemand in der Nähe. Es ist sehr spät, ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Vielen Dank. Viola lächelte. Eine Weile fuhr Vidal schweigend das Auto. Viola saß neben ihm und war verlegen, der Chef brachte sie nach Hause und die Situation war ungewöhnlich. Welche Art von Musik magst du? Fragte Vidal. Alle Arten von Musik, aber am meisten Rockmusik, denke ich. Vidal lächelte und schaltete eines seiner Lieblingslieder ein, energetisch, fröhlich, lebensbejahend. Viola lächelte sofort, entspannte sich und begann mitzusingen und sogar zu tanzen. Ja, sie schaffte es zu tanzen, während sie auf dem Beifahrersitz saß. Sie war sehr entspannt, anmutig und aufrichtig. Die Verlegenheit war verschwunden. Vidal gelang es, auf die Straße zu achten und seine bezaubernde Mitfahrerin zu bewundern, und er wollte sich nicht von ihr trennen. Der Mann versuchte, einen Vorwand zu finden, um diese wunderbare Nacht fortzusetzen. Überraschenderweise bot Viola selbst eine Lösung an. Entschuldigen Sie, könnten Sie mich ein Stück weiter mitnehmen, nicht bis zur Gran Via, sondern zum Markt. Von dort aus kann ich einen Bus in die Innenstadt nehmen. Ich kann dich auch in die Innenstadt bringen. Warum möchtest du nachts dorthin? Die Mädchen haben mich eingeladen, spazieren zu gehen. Eigentlich wollte ich nicht, also habe ich abgelehnt. Ich war wegen des Vorfalls mit dem Bericht und dem Café nicht in Stimmung, aber jetzt habe ich aus irgendeinem Grund keine Lust, nach Hause zu gehen. Ich gehe lieber mit ihnen aus. Es ist jetzt interessant, es ist Stadtfest. Stadtfest? Vidal war überrascht. Ich dachte, es ist später. Es ist später, erklärte Viola. Aber sie haben beschlossen, heute Abend zu feiern, weil es Freitag ist und morgen frei ist, damit die Leute sich entspannen können, sich ausruhen können, spazieren gehen können und auf das Feuerwerk warten können. Vidal lächelte und erinnerte sich an die Zeiten, als er und seine Freunde solche Ereignisse nie verpassten. Er mochte diese festliche Menschenmenge. Alle waren fröhlich und sorglos, machten Witze, lächelten, das Leben schien wie ein Fest. Aber das war vor Jahren. Er fragte sich, wie es jetzt sein würde. Ich bringe dich ins Zentrum, sagte Vidal bestimmt, ich bin gespannt, das alles selbst zu sehen. Wo hattet ihr dich und deine Freunde vor, euch zu treffen? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo ich sie finden soll, gestand Viola, morgens habe ich abgelehnt, mit ihnen zu gehen, sie müssen bereits dort sein. Ich werde sie anrufen und fragen, wo sie sind. Das Mädchen holte sofort ihr Handy heraus und begann, die Nummern ihrer Freunde anzurufen, aber vergeblich, keiner von ihnen antwortete. Als Vidals Auto in die Innenstadt fuhr, wurde klar, warum. Die Straßen waren überfüllt mit Menschen, es wurde Musik gespielt, Verkäufer boten ihre Waren an und überall traten Magier, Tänzer und Sänger auf. Bei einem solchen Lärm konnte man kaum ein Telefon klingen hören. Vidal konnte kaum einen Parkplatz finden. Viola hatte es nicht eilig, aus dem Auto auszusteigen und schaute sich das Geschehen mit einer Mischung aus Überraschung, Amüsement und sogar Angst an. So viele Leute. Ich werde meine Freunde hier nie finden, sagte sie. Die Mädchen beantworten meine Anrufe nicht, sie hören wahrscheinlich nichts. Ich gehe nirgendwo hin, es ist ein bisschen unheimlich. Ich denke, es wird hier heute interessant sein, sagte Vidal. Er erinnerte sich an die Atmosphäre des Spaßes und der Einheit, die normalerweise bei solchen großen Stadtfesten herrschte. Plötzlich wollte er verzweifelt wieder einmal dieses Gefühl erleben.
Nun ja, es wird heute hier interessant sein, aber ich kann da alleine nicht hingehen. Was sollte ich jetzt dort tun? Ich gehe lieber nach Hause. Ich hätte meine Freunde früher anrufen sollen. Warum gehen wir nicht hin und sehen, was dort los ist? Schlug Vidal plötzlich vor. Seine Worte klangen einfach und natürlich, als wäre es eine normale Sache, dass ein Chef einen Praktikanten zu einem Stadtfest einlädt. Viola dachte darüber nach. Es war offensichtlich, dass sie ja sagen wollte, aber sie konnte sich nicht entscheiden. Sie war wahrscheinlich verlegen darüber, dass der Chef sie einlud. Sie könnte denken, dass er vorhatte, die Nacht mit ihr fortzusetzen. Ich habe in ein paar Stunden ein wichtiges Treffen, log Vidal, um die Peinlichkeit zu reduzieren, also haben wir ungefähr eine Stunde. Dann muss ich gehen, aber ich werde Zeit haben, dich auf dem Weg zur Gran Via abzusetzen. Das ist großartig, sagte Viola fröhlich und stieg aus dem Auto aus. Sie schlenderten durch die belebten Straßen, genossen die Auftritte von Künstlern und bewunderten die festliche Dekoration der Stadt. Tatsächlich war es sehr schön. Um sich nicht in der Menschenmenge zu verlieren, mussten sie sich an den Händen halten. Als Vidal zum ersten Mal Violas schmale Hand ergriff, fühlte es sich an wie ein elektrischer Schock. Es war ein unglaubliches Gefühl. Sie ging neben ihm und sie war so schön, glücklich, fröhlich, bewunderte alles um sich herum, zeigte auf dies und das. Sein Herz schlug einen Schlag aus, als sie so nah war. Er hielt ihre Hand und alles andere schien unwichtig. Aber wenn sie auf etwas zeigte, war er erstaunt, lächelte, war erfreut. Sie warteten auf das Feuerwerk. Sie standen inmitten der Menschenmengen im öffentlichen Garten. Bunte Feuerwerkskörper erleuchteten den Himmel mit hellen Blitzen und die Gesichter aller Anwesenden waren nach oben gerichtet. Nur Vidal schaute nicht auf die Blumen am Himmel, sondern auf Viola. Er konnte seinen Blick nicht von ihrem Gesicht abwenden, sowieso sah es niemand, alle beobachteten das Feuerwerk. Ein wunderbarer Moment, als ob die Zeit eingefroren wäre. Und dann wandte sie sich ihm mit einem leicht traurigen Lächeln zu. Es ist Zeit für dich zu gehen, erinnerte das Mädchen ihn, es ist eine Stunde vergangen. Ja, stimmt, realisierte Vidal. Sie gingen zum Auto, hielten sich an den Händen, sonst hätte die Menge sie unweigerlich auseinandergetrieben. Vidal ließ widerwillig Violas Hand aus seiner, um die Autotür für sie zu öffnen. Es war eine lange Fahrt zurück, sie landeten im Stau. Viola war nervös und dachte, dass der Chef wegen ihr zu spät zum Meeting kam. Er tat sein Bestes, um das Mädchen zu überzeugen, dass alles in Ordnung war. Danke, dass du mich zu so einer Veranstaltung mitgenommen hast. Ich habe es wirklich genossen, sagte Vidal, als er das Auto vor Violas Haus parkte. Bald würde sie aussteigen und das war es, er würde sie erst wieder am Montag sehen. Aber ein Mädchen im Büro zu treffen war nicht dasselbe wie in einem Auto nebeneinander zu sitzen und so zu reden. Danke, lächelte sie. Wenn es nicht um dich gegangen wäre, wäre ich nicht zur Feier gegangen und hätte das Feuerwerk nicht gesehen. Großartig, es war ein wundervoller Abend. Viola griff nach ihrer Handtasche und ihr Gesicht war sehr nahe. Vidal? Der Mann wusste immer noch nicht, wer diesen zärtlichen Kuss initiiert hatte, er dachte, es sei er gewesen. Aber Viola zog sich nicht zurück, sie setzte den Kuss fort. Sie lösten sich voneinander und lächelten lange Zeit schweigend. Vidal war schwindelig und sein Herz schlug wie verrückt. Er konnte kaum glauben, was gerade passiert war. Seine Emotionen spielten verrückt. Der Mann konnte sich kaum beherrschen, um Viola nicht in seine Arme zu nehmen, sie nicht an sich zu drücken. Später gestand das Mädchen, dass dies genau das Verhalten war, das sie von Vidal erwartet hatte, also versuchte er vergeblich, sich zu beherrschen. Viola wirkte verwirrt und verlegen, ihre Wangen erröteten, was sie noch charmanter und schöner machte. Sie wusste nicht, wie sie sich weiter verhalten sollte, was sie sagen sollte, was sie tun sollte, aber ihre Augen, strahlende Augen, sagten, dass Viola über das, was passiert war, glücklich war. Viola, du! Ich mag dich seit dem Tag, an dem du in unser Büro gekommen bist, entschied Vidal, dass es keinen Sinn mehr hatte, seine Gefühle zu verbergen und jemand den langen Stillstand brechen musste, um den ersten Schritt zu machen. Ich habe es bemerkt, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich hatte das Gefühl, dass ich es mir ausdenke, weil ich auch, was? Ich denke, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mag dich auch.
Das Gesicht des Mädchens wurde rot. Sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, es fiel ihr nicht leicht, es zuzugeben. Vidal fühlte, wie ein schwerer Stein von seiner Seele fiel. Alles wurde plötzlich einfach und klar. Viola hatte Gefühle für ihn, es war offensichtlich und so wunderbar. Das ist so großartig. Er nahm sanft Violas Hände von ihrem Gesicht, sah ihr in die Augen und küsste sie erneut. Dieses Mal legte sie ihre Arme um seinen Hals und drückte sich an ihn. Sie saßen die ganze Nacht über in den Armen des anderen, sprachen über nichts, diskutierten nichts, genossen einfach die Gesellschaft des anderen. Und dann klingelte Violas Handy, es war ihre Mutter, die fragte, wo ihre Tochter war. "Ich muss gehen", lächelte Viola traurig. "Okay. Aber ich möchte dich so sehr wiedersehen", antwortete Vidal ehrlich. "Aber jetzt wird alles anders sein", sagte das Mädchen unsicher, aber hoffnungsvoll. Natürlich, lächelte der Mann, er zweifelte nicht daran. Und tatsächlich wurde alles anders. Bei der Arbeit hielten Vidal und Viola ihre Beziehung geheim, es gab keinen Grund, sie zu zeigen. Aber wenn sie niemand sah, sahen sie sich an und lächelten, küssten sich sogar. Es raubte Vidal den Atem, er hatte noch nie solche Gefühle und Emotionen erlebt, selbst als er jung war. Bald war Violas Praktikum vorbei. Jetzt trafen sie sich außerhalb des Büros. Vidal holte Viola abends ab und sie gingen ins Kino oder in Cafés, spazierten einfach durch die Straßen und Parks, fuhren Karussell und aßen Zuckerwatte. Manchmal fuhren sie aus der Stadt heraus, wo Vidal dem Mädchen beibrachte, auf einer verlassenen Landstraße Auto zu fahren. Viola weigerte sich, in teure Restaurants zu gehen, in denen Vidal früher mit seinen Freundinnen gewesen war. "Ich will nicht, solche Orte erschrecken mich mit ihrer Pracht", gestand sie. Auch teure Geschenke verlegen das Mädchen. Vidal wollte dem Mädchen die ganze Welt schenken, er war bereit, das ganze Juweliergeschäft für seine Geliebte zu kaufen, aber Viola bat ihn, es nicht zu tun. Das war ungewöhnlich. Vidals frühere Freundinnen deuteten immer an, dass sie nichts gegen ein teures Geschenk von ihm hätten. Aber Viola wehrte sich entschieden gegen solche Gästen und überredete den Mann sogar, ein massives Goldarmband zurückzugeben, das er für sie zum Internationalen Frauentag ausgewählt hatte. "Ich trage keinen so teuren Schmuck", sagte Viola, "und generell mag ich preiswerten Modeschmuck lieber." Manchmal blieb sie über Nacht bei ihm. Violas Eltern dachten, ihre Tochter bleibe bei ihren Freundinnen im Wohnheim, wo die Mädchen zusammen für Prüfungen lernten, aber Viola kam zu ihm. Vidal fühlte sich wie der glücklichste Mensch der Welt. Er schlief ein, während er seine Geliebte in den Armen hielt, und als er aufwachte, war sie immer noch da und schlief mit den Handflächen unter seiner Wange auf kindliche Weise. Vidal bewunderte das schlafende Mädchen eine Weile und bedauerte, dass er nie gelernt hatte zu zeichnen. Was für ein erstaunliches Porträt wäre das gewesen. Dann ging er in die Küche, um Frühstück zu machen. Er mochte es, sich um Viola zu kümmern, und es gefiel ihm, wenn sie sich um ihn kümmerte, ihm eine Massage gab oder ihm Kaffee brachte. Leider war ihre Beziehung immer noch nicht ganz offiziell. Das Mädchen stellte Vidal nicht ihren Freunden und Eltern vor. Das war verständlich. Vidal war viel älter als sie, außerdem war er ein wohlhabender Geschäftsmann. Die Leute würden die Aufrichtigkeit seiner Gefühle kaum glauben. Aber das hinderte sie nicht daran, glücklich zu sein, weder das Alter noch die Bildung oder die Lebenserfahrung waren Hindernisse für vollständiges gegenseitiges Verständnis. Jeder von ihnen hatte sein eigenes Leben. Vidal hatte Arbeit, Geschäft, Treffen mit Partnern und Erwachsenen, angesehenen Freunden. Viola hatte Eltern, Universität, Studentenpartys, Vorlesungen und Prüfungen. Und ihr Leben, es zog Vidal sehr an. Er hörte gerne Violas Geschichten zu. Er lachte herzlich über lustige Situationen, die sich jeden Tag an der Universität mit einigen ihrer Freunde ereigneten, es erinnerte ihn an seine eigene Studentenzeit. Und Viola hörte mit wahrem Interesse auf das Leben des Mannes, auf seine Treffen, Kämpfe mit Konkurrenten und die Kommunikation mit erwachsenen Freunden. Manchmal war Vidal eifersüchtig. Immerhin besuchten auch junge, attraktive Jungs die Universität, nicht nur Mädchen. Sicherlich sind viele von ihnen heimlich in das Mädchen verliebt, obwohl sie behauptet, dass sie alle nur Freunde seien. Diese Jungs sind nicht blind, sie können nicht umhin, zu bemerken, wie umwerfend Viola ist,
nicht nur schön, sondern wirklich einzigartig, so aufrichtig, rein und freundlich. Sie hat offensichtlich eine besondere Energie, Vidal fühlt sich immer warm und ruhig in ihrer Nähe. Oder hat Viola solch einen Einfluss nur auf ihn? Wahrscheinlich nicht, Vidal hat bemerkt, wie Männer jeden Alters das Mädchen ansehen und ihre Schönheit bewerten, sie bewundern. Viola selbst nimmt solche Blicke nicht wahr, sie ist wahrscheinlich daran gewöhnt. Später, nach allem, was passiert war, dachte Vidal mehr als einmal darüber nach. Er hatte eine Vorahnung, als ob er wüsste, dass zwischen ihnen nichts klappen würde. Aber damals, der Mann hoffte auf das Beste und tat alles, was er für eine glückliche gemeinsame Zukunft tun konnte. Er bat sogar Viola, ihn ihren Eltern vorzustellen. Natürlich war er nervös, denn ihr Vater war nicht viel älter als er, aber der Mann plante eine ernsthafte Beziehung mit Viola, Heirat, Familie und Kinder, was bedeutete, dass die Begegnung mit ihren Eltern unvermeidlich war. Das Mädchen schob diesen Moment immer wieder auf. Vidal zweifelte nicht an der Aufrichtigkeit ihrer Gefühle, aber er verstand auch den Grund für Violas Zweifel. Sie hatte auch Angst, weil der Alters- und Statusunterschied so groß war. Vidal ging davon aus, dass sie viele Schwierigkeiten bewältigen müssten, aber er war bereit, sie alle zu überwinden, nur um mit Viola zusammen zu sein. Im Laufe der Zeit wurden Vidals Gefühle für Viola nur stärker. Er erfuhr, wie zärtlich, fürsorglich und freundlich sie war. Trotz ihres jungen Alters war sie klug und es war sehr interessant, mit ihr zu sprechen. Viola las viel, interessierte sich für Psychologie und betrieb wissenschaftliche Arbeit an der Universität. Sie hatte viele verschiedene Interessen. Sie nahm Fitnesskurse mit ihren Freunden, lernte eine Fremdsprache und plante sogar, ein eigenes Geschäft zu gründen. Vidal bot Viola seine Hilfe bei der Gründung eines Unternehmens an, aber das Mädchen lehnte ab. Sie wollte ihre eigenen Fähigkeiten ausprobieren, um herauszufinden, wozu sie fähig war. Dennoch lehnte Viola niemals die weisen Ratschläge des Mannes ab und stellte ihm oft Fragen. Und auch Viola liebte ihre Freunde sehr. Sie hatte großartige Universitätsfreunde. Sie gingen gemeinsam auf Partys, bereiteten sich gemeinsam auf Prüfungen vor und übernachteten oft beieinander oder im Studentenwohnheim. Viola lud Vidal oft ein, aber er lehnte immer ab. Wie würde er in der Gesellschaft junger Studenten aussehen? Und wie würden sie ihn aufnehmen? Worum sollte er mit ihnen sprechen? Nein, sie sollten ihren Spaß ohne ihn haben. Wenn Viola nachts mit ihren Freunden ausgegangen war, vermisste Vidal sie, war ein wenig eifersüchtig und besorgt, fast wie ein Vater. In solchen Momenten spürte er deutlich die Kluft zwischen ihnen, aber er wusste, dass die Gefühle zwischen ihnen real und aufrichtig waren und nichts konnte sie zerstören. Er wusste auch, dass solche Kleinigkeiten wie der Altersunterschied kein Hindernis für ihn und Viola waren und er dankte dem Schicksal, dass Viola eines Tages zur Praktikum in sein Büro gekommen war, denn sonst hätten sie sich vielleicht nie getroffen. Dieser Gedanke gab Vidal manchmal Gänsehaut. Manchmal gab es auch andere Momente voller Glück, Licht und Wärme, und sie kamen ziemlich oft vor, in solchen Momenten spürten sie den Altersunterschied überhaupt nicht. Vidal erinnerte sich oft an eine Episode. Es geschah im Mai, als er und Viola fast ein Jahr lang zusammen waren. Vidal war auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Partner, als er plötzlich Viola an der Bushaltestelle bemerkte. Offensichtlich hatte sie ihre Vorlesungen an der Universität beendet und war auf dem Weg zum Markt, um etwas zu kaufen. Der Mann freute sich über die unerwartete Begegnung, parkte, das Mädchen bemerkte ihn und eilte bereits auf ihn zu, lächelnd mit ihrem bezaubernden, aufrichtigen Lächeln. Sie war so schön, mit lose fallenden blonden Haaren und strahlend türkisen Augen. Der Frühling kam dieses Jahr früh und Viola hatte Zeit, sich zu bräunen, ihr hellfarbenes T-Shirt betonte ihren Schokoladenteint. Hallo, Viola umarmte und küsste Vidal. Was machst du hier? Ich hatte das Gefühl, dass du gleich mit dem überfüllten Bus in der Hitze fahren würdest, also habe ich beschlossen, die Situation zu klären. Beeil dich und mach deinen Führerschein, wir werden dir ein Auto kaufen. Dann musst du nie wieder den Bus nehmen. Ich gehe gerne zu Fuß, lachte Viola, das ist besser für die Gesundheit. Ich bestreite das nicht. Aber es ist so heiß heute. Das stimmt. Übrigens, ich habe einen neuen Badeanzug gekauft, es ist Zeit, die Badesaison zu eröffnen.
Morgen gehen wir mit den Mädels an den Fluss. Oh, das ist großartig. Ich würde auch gerne schwimmen. Dann lass uns gehen, schlug Viola plötzlich vor. Sie war immer spontan und abenteuerlustig. Vidal dachte darüber nach. Seine Partner warteten auf ihn im Büro, aber schließlich könnte er das Treffen verschieben. Bei seinem vollen Terminkalender konnte er nicht oft tagsüber irgendwohin mit seiner Geliebten gehen. Der Mann tätigte einige Anrufe, warnte davor, dass er später kommen würde, und wandte sich dann mit einem Lächeln an Viola. Das ist es. Lass uns an den Strand gehen. Juhu! Das Mädchen schlang die Arme um seinen Hals. Sie hatten eine wunderbare Zeit. Viola sah in ihrem neuen, leuchtend gelben Badeanzug umwerfend aus. Lange Beine, flacher Bauch, schmale Taille, sie sah besser aus als ein professionelles Model. Andere Männer am Strand bewunderten das wunderschöne Mädchen, und wie immer bemerkte sie es nicht, während sie die Sonne, das kühle, klare Wasser, den weichen Sand und die Gesellschaft ihres Geliebten genoss. Sie schwamm wie eine Meerjungfrau, selbstbewusst und anmutig im Wasser. Vidal bewunderte Viola vom Ufer aus. Er war nur ein paar Mal ins Wasser gegangen, weil es ihm zu kalt erschien. Viola bemerkte das überhaupt nicht. Und dann kam aus dem Nichts eine Wolke, alles geschah in wenigen Minuten. Viola hatte kaum das Ufer erreicht, als der Wolkenbruch begann. Vidal packte schnell ihre Sachen und bedeckte Viola mit einem Handtuch. Aber in nur wenigen Sekunden war es nass. Das Auto war zu weit entfernt, daher wählte Vidal einen näheren Unterschlupf, eine alte Bootshütte in der Nähe des Ufers. Es roch nach altem Holz und Schimmel und es gab Spinnweben in den Ecken, aber das Wichtigste war, dass es dort trocken und warm war. Sie waren beide bis auf die Haut durchnässt. Aber Viola sah auf eine besondere Art und Weise attraktiv aus. Regentropfen zitterten auf ihren langen, dicken Wimpern und ihr normalerweise glattes Haar war vor Feuchtigkeit gewellt. Vidal bedauerte einmal mehr, dass er diese Schönheit nicht zeichnen konnte, er war kein Künstler. »Ist dir kalt?«, fragte er das Mädchen. »Ich weiß nicht, es ist eher, als wäre ich erfrischt«, lächelte sie. »Um ehrlich zu sein, der Sommer hatte noch nicht begonnen und ich hatte schon genug von der Hitze. Keine sehr erfolgreiche Eröffnung der Badesaison.« »Nun ja, eigentlich«, argumentierte Viola, »ich mag es, es ist ein richtiges Abenteuer.« Der Regen trommelte auf dem Dach und es wurde immer dunkler, eine riesige Wolke bedeckte den Himmel. Es war irgendwie friedlich. Vidal setzte sich neben Viola, umarmte sie fest und sie legte ihren Kopf auf seine Schulter. Das Mädchen tat das oft. Vidal liebte diese Geste, in diesem Moment fühlte er sich wie Violas Beschützer und Unterstützer und dieses Gefühl mochte er sehr. Er hatte eine Schachtel mit einem Ring in seiner Tasche. Er hatte sie schon lange gekauft. Weißgold, Diamanten, exklusives Design, der elegante Schmuck war speziell für Viola gemacht worden. Der Mann hatte sich lange darauf vorbereitet, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen und etwas Originelles zu planen. Es gab mehrere Kreativagenturen in der Stadt, die in solchen Situationen halfen, aber jetzt war der richtige Moment. Sie waren allein in dieser Bootshütte, kein Weg nach draußen, der Regen trommelte so gemütlich auf das Dach und Viola war hier. Sie drückte sich an ihn, legte ihre Arme um seinen Hals und fühlte sich entspannt und wohl. »Viola, ich wollte das schon vor langer Zeit tun, aber irgendetwas kam immer dazwischen.« Vidal entschloss sich schließlich, es zu tun, er holte eine Samtschachtel aus seiner Tasche. »Sei meine Frau, ich kann mir niemand anderen in dieser Rolle vorstellen.« Für einen Moment flammten die Augen des Mädchens vor Freude auf. Sie küsste Vidal und bewunderte den Ring. »Ich kann mir auch niemand anderen als meinen Ehemann vorstellen«, lächelte sie. »Aber ich dachte, die Hochzeit und alles andere würde viel später sein.« »Warum warten?« »Ich möchte keine Minute ohne dich sein. Ich liebe es, zusammen einzuschlafen und aufzuwachen, ich liebe es, wenn du mich bei der Arbeit abholst.« »Ich liebe dich so sehr«, lächelte Viola und drückte sich wieder an ihn. Der Mann hellte sich bei diesen Worten auf, er liebte es, wenn Viola so sprach. Dann hörte der Regen genauso abrupt auf, wie er begonnen hatte, und die Sonne kam wieder zum Vorschein. Vidal und Viola gingen Hand in Hand zum Auto. Der Mann lächelte glücklich. Jetzt war Viola nicht nur seine Freundin, sondern auch seine Verlobte. Vidal und Viola beschlossen, im September zu heiraten.
Zuerst musste Viola ihre Eltern vorbereiten, sie wollte dies nach ihrer Rückkehr aus einem Sprachcamp im Juli tun. Die bevorstehende Trennung machte Vidal traurig. Das Mädchen würde einen Monat lang nach England gehen, aber die Wiedervereinigung würde umso freudiger sein. Für diesen Monat hatte er viele Dinge geplant, sie würden sowieso nicht viel Zeit miteinander verbringen können, aber er würde Zeit haben, sich auf das Treffen mit Violas Eltern vorzubereiten, die Gesprächsthemen zu überlegen und vor allem Zeit, um seine Einführungsrede zu überdenken. Er muss zeigen, dass er ein anständiger, ernsthafter Mann ist. Es ist wichtig, den Eltern des Mädchens zu beweisen, dass er ihre Tochter wirklich liebt und bereit ist, alles für sie zu tun. Sie sind Menschen aus derselben Generation, also könnten sie wahrscheinlich eine gemeinsame Sprache finden. Vidal hoffte es. Aber das Treffen mit den Eltern fand nie statt. Viola ging wie geplant zum Camp. Für sie war diese Reise sowohl ein wunderbarer Urlaub als auch eine Gelegenheit, die Sprache zu lernen. Vidal fuhr sie selbst zum Flughafen. Viola küsste ihn am Kontrollpunkt, sagte ihm, dass sie ihn vermissen würde, und ging dann fröhlich durch das Tor. Der Mann beobachtete, wie sie sich einer Gruppe von Jungen und Mädchen anschloss, die so alt wie Viola waren. Diese Menge sah so wunderbar aus. Jung, schön, motiviert, voller Pläne und Hoffnungen. Er fragte sich, wie sie mit Viola aussahen. Sicherlich nicht so harmonisch. Vidal vertrieb die unangenehmen Gedanken und machte sich auf den Weg zum Parkplatz. Heute hatte er viele Geschäftstreffen. Es war eine geschäftige Zeit, neue Filialen öffneten. Anfangs rief Viola jeden Abend an und sie war glücklich, fröhlich und voller Eindrücke, sagte, dass sie ihn vermisste und wünschte, Vidal wäre da. Ich wünschte, du könntest diese ganze Schönheit sehen, du würdest es lieben. Ich war schon viele Male in London, lächelte Vidal zurück, und ich plane, die Welt mit dir zu bereisen, wir haben alles vor uns. Ich liebe das Reisen und ich denke, du magst das Reisen auch. Ich kann es kaum erwarten, das alles durchzustehen, meine Eltern zu treffen, zu heiraten. Ich möchte einfach unser gemeinsames Leben endlich beginnen. Das wollte Vidal auch. Die bevorstehenden Herausforderungen waren ein wenig beängstigend, aber nichts im Vergleich zum Glück, das sie beide erwartete. Und dann? Dann änderte sich etwas. Viola hörte auf anzurufen. Jetzt wählte Vidal selbst ihre Nummer, aber es war eine andere Viola, verschlossen, distanziert. Sie versuchte, das Gespräch schneller zu beenden, antwortete schnell auf Fragen und verbarg ihre Augen, wenn Vidal sie per Videoanruf anwählte. Vidal versuchte herauszufinden, was los war, er machte sich Sorgen über die Veränderungen. Viola antwortete unverändert, dass alles in Ordnung sei, sie sei nur müde von den neuen Eindrücken. Der Mann hoffte, dass es stimmte, obwohl ihm sein Herz sagte, dass etwas nicht stimmte. Die Intuition eines erfahrenen Geschäftsmannes war ausgezeichnet. Der Tag von Violas Rückkehr war gekommen. Vidal bot an, sie am Flughafen abzuholen. Nein, bat das Mädchen, mein Vater wird mich abholen. Vielleicht ist das die perfekte Gelegenheit für uns, uns kennenzulernen. Es ist an der Zeit, mit deinen Eltern zu sprechen. Nein, das ist nicht die richtige Situation. Du musst nicht kommen. Aber es ist so lange her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich vermisse dich. Wir sehen uns später, antwortete Viola und beendete den Anruf. Bis später. Das war es. Sie sagte nicht, dass sie ihn vermisste, sie drückte keine Freude über das bevorstehende Treffen aus. Es gab keine Freude. Vidal wurde von Unsicherheit und Verahnungen gequält. Am Tag ihrer Ankunft rief er sie an und schlug vor, dass Viola sich nach dem Flug am Nachmittag ausruhe und sie sich abends treffen könnten. Aber sie lehnte ab und suchte eine Ausrede, dass heute einige Verwandte zu ihnen kämen und ihre Eltern Viola gebeten hätten, zu Hause zu bleiben, um ihnen vom Camp zu erzählen. Am nächsten Tag lehnte das Mädchen erneut ein Treffen ab. Diesmal hatte sie an der Universität etwas Dringendes zu tun. An diesem Abend fuhr Vidal selbst zu ihrem Haus, er konnte nicht länger warten. Er parkte so, dass er Violas Eingang sehen konnte. Sie mussten sich treffen, er musste herausfinden, was los war. Was, wenn seine Geliebte jetzt seine Hilfe brauchte? Es war klar, dass etwas nicht stimmte. Schließlich sah er sie, sie kam auf das Haus zu.
Viola sprach mit jemandem am Telefon, das Gespräch schien angenehm zu sein, das Mädchen lächelte und scherzte. Vidal schnappte sogar nach Luft bei dem Anblick seiner Geliebten. Er hatte sie so sehr vermisst und jetzt war Viola sehr nahe bei ihm, sie zu sehen war Glück. Vidal stieg aus dem Auto und ging auf sie zu. Das Lächeln verschwand sofort aus Violas Gesicht. Sie verlangsamte ihr Tempo, blieb dann stehen. Viola war nicht glücklich über dieses Treffen, sie war sogar verwirrt. Sie sagte noch ein paar letzte Worte zu ihrem Gesprächspartner und beendete den Anruf. Heil Vidal lächelte immer noch. Er versuchte, das Mädchen zu umarmen, aber sie wich zurück. Der Mann fühlte, als ob ihn jemand eiskaltes Wasser übergossen hätte. Viola, was ist los? Vidal hörte einen besorgten Ton in seiner Stimme. Ich habe dir gesagt, dass ich heute beschäftigt bin, senkte Viola ihren Blick. Sie sah fad aus und verwirrt und das war beängstigend und alarmierend. Aber du bist jetzt zu Hause und ich denke, wir müssen ein ernsthaftes Gespräch führen. Ich nehme an, seufzte sie, früher oder später müssen wir sowieso reden. Aber lass es uns nicht hier machen. In Ordnung, lass uns im Auto reden. Nein, nicht im Auto, im Park. Hinter Violas Haus erstreckte sich ein riesiger Park. Die breite Asphaltstraße war auf beiden Seiten von hohen alten Bäumen umgeben, Tannen, Pappeln, Ahorn und Eichen. Entlang des Weges standen gemütliche, altmodische Bänke. Vidal und Viola setzten sich auf eine von ihnen. Ich hätte es dir gleich sagen sollen, begann das Mädchen, etwas ist passiert. Du kannst mir immer alles erzählen, versicherte ihr der Mann. Ich möchte nicht, dass es Geheimnisse zwischen uns gibt. Aber das. Du wirst es nicht mögen. Mir wird schon nichts passieren. Natürlich, aber. Wie dem auch sei, wir müssen uns trennen, sagte Viola schließlich. Was? Vidal fühlte, als hätte man ihm in die Magengrube getreten, es war schwer zu atmen, er hatte alles erwartet, nur das nicht. Aber warum? Im Camp habe ich gemerkt, dass wir nicht füreinander gemacht sind. Du bist viel älter und wir sind unterschiedlich. Vidal konnte nicht glauben, was er da hörte. Als Viola ging, war alles in Ordnung zwischen ihnen, sie planten eine Hochzeit, und jetzt das. Warte, triff keine vorschnellen Entscheidungen, lass uns alles besprechen, versuchte Vidal ruhig, verständnisvoll und logisch zu sein. Gab es Probleme? Ja, nickte Viola, siehst du, ich habe mich dort wirklich verliebt. Vidal hörte dem Mädchen zu, ohne zu unterbrechen. Anfangs stammelte und schämte sie sich, dann riss sie sich plötzlich zusammen und sprach selbstbewusster und klarer. Es stellte sich heraus, dass unter den Studenten im Sprachcamp ein Senior namens Diego war, ein lebenslustiger, lustiger, intelligenter, charismatischer Anführer. Er spielte auch Gitarre und sang verschiedene Lieder. Außerdem war er Mitglied des Volleyballteams der Universität mit allen Konsequenzen, guter Form, definierte Muskeln und körperliche Stärke. Alle Mädchen verliebten sich sofort in diesen gut aussehenden jungen Mann. Alle Mädchen sprachen nur über Diego. Sie diskutierten alle Details von dem, was er zum Frühstück gegessen hatte, bis hin zu wem er wie ansah. Viola schenkte ihm anfangs keine Beachtung, schließlich war sie bereits verlobt, aber dann änderte sich alles. Bei einer Disco lud Diego das Mädchen zum Tanzen ein. Er sah sie auf besondere Weise an, drehte Viola geschickt durch den Saal, sagte schöne Worte, für alle war offensichtlich, dass Diego seine Wahl getroffen hatte. Er mochte Viola offensichtlich sehr. Einige der Mädchen freuten sich für ihre Freundin, andere waren eifersüchtig. Sie versuchte, ihren Gefühlen zu widerstehen, aber es gelang ihr nicht. Mit Diego konnte sie überall hingehen, ihn ihren Freunden vorstellen, und seine Gesellschaft war lustig und interessant. Sie waren fast im gleichen Alter, daher hatte Viola keine Angst, dass sie jemand nicht verstehen würde. Jetzt musste sie nicht mehr lügen und sich verstecken. Das Leben mit Diego war hell und bunt. Er hatte immer etwas Neues auf Lager und es wurde nie langweilig. Und außerdem, er schrieb ein Lied für Viola und führte es mit seinen Freunden unter den Fenstern des Mädchenwohnheims auf. Irgendwo hatte er Musiker aufgetrieben und beeindruckende Beleuchtung installiert. Alle Mädchen drängten sich auf den Balkonen, um das romantische und schöne Lied zu hören, das extra für Viola komponiert wurde.
Dann auf dem Balkon stehend und Diego mit einer E-Gitarre betrachtend, wurde Viola klar, das war es, sie hatte sich verliebt und es gab kein Zurück mehr. Sie erinnerte sich an Vidal, an den Ring, an die bevorstehende Hochzeit, aber das alles wurde absolut unwichtig. Und Viola rannte auf die Straße. Diego umarmte sie, wirbelte sie herum und die Zeugen dieser erstaunlichen Szene applaudierten laut, pfiffen und riefen ermutigende Worte. Diego und Viola hatten eine leidenschaftliche Romanze. Und jetzt? Jetzt konnte sich das Mädchen ein Leben ohne diesen Mann nicht mehr vorstellen. Das Einzige, was ihr Glück trübte, war das bevorstehende Gespräch mit Vidal. Jetzt weißt du alles, seufzte das Mädchen. Das Gespräch war äußerst unangenehm für sie und auch für Vidal. Der Mann fühlte einen physischen Schmerz irgendwo im Solarplexus, wo sich wahrscheinlich die menschliche Seele befindet. Bitte nimm es, sagte das Mädchen und reichte ihm die Schachtel mit dem Ring. Du kannst es behalten, sagte Vidal, es ist ein Geschenk. Es wird mir eine Freude sein. Aber du weißt, mit welchen Erinnerungen es verbunden ist, schüttelte Viola den Kopf. Es ist nicht richtig. Vidal nahm ihr widerwillig die Schachtel mit dem Ring aus der Hand. Es ist nicht deine Schuld. Du wirst ein anderes Mädchen treffen, schöner, fürsorglicher. Du bist ein unglaublicher Mensch. Viola schien aufrichtig zu sprechen, und doch war klar, dass sie das Gespräch beenden und weglaufen wollte. Vidal quälte sie nicht, lächelte traurig, seufzte und nahm dann ihre Hand, küsste sie schnell, er konnte einfach nicht anders. Das Mädchen zuckte zusammen, zog aber ihre Hand nicht weg. Sei glücklich, lächelte der Mann, stand auf und verließ als erster den Park. Er spürte, dass Viola ihn nachsah. Sie sahen sich nie wieder, nicht einmal zufällig irgendwo auf der Straße. Dennoch verfolgte Vidal manchmal Violas Leben in den sozialen Medien. Manchmal postete sie Fotos und kurze Nachrichten auf ihrer Seite. Hier steht eine glückliche Viola mit anderen Studenten auf der Veranda der Universität, alle halten ihre Diplome in den Händen. Das bedeutet, dass Viola jetzt eine junge Berufstätige ist. Und hier veröffentlicht sie Werbeinformationen über ihr Unternehmen. Das Mädchen hat einen kleinen Sanitärhandel eröffnet. Sie wollte schon lange ihr eigenes Geschäft starten und hatte Erfolg. Vidal lächelte damals, er zweifelte nicht daran, dass sie Erfolg haben würde. Und etwa ein Jahr nach ihrer Trennung war Violas Account voller Hochzeitsfotos. Das Mädchen sah aus wie eine Prinzessin in einem weißen Kleid mit einem prächtigen Rock. Der Bräutigam war groß, athletisch und charmant. Das war der glückliche Diego. Der Mann hielt die Braut zärtlich an der Taille und sah sie mit liebevollen Augen an, und Viola lächelte glücklich. Was für ein tolles Paar! Es war offensichtlich, dass sie verliebt und glücklich waren. Ein paar Jahre vergingen. Und es gibt neue Fotos, die Vidal überraschten. Entlassung aus dem Krankenhaus. Viola hält ein festes rosa Bündel und Diego hält dasselbe, aber blau. Viola hatte Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Vidal hatte den ganzen Tag über ein Lächeln im Gesicht, nachdem er die Nachrichten gehört hatte. Wow, Viola ist jetzt Mutter. Es könnten Vidals Kinder gewesen sein. Vidal versuchte aufzuhören, darüber nachzudenken, wie es gewesen wäre, wenn. Es konnte zu nichts Gutem führen. Der Mann versuchte, sein Leben zu organisieren. Nach der Geschichte mit Viola hatte er genug von Partys und kurzfristigen Beziehungen, solch ein Leben reizte Vidal nicht mehr. Er vertiefte sich in die Arbeit. Das Geschäft wurde seine Rettung und die einzige Medizin. Und das zahlte sich ebenfalls aus. Vidals Imperium wuchs und sein Vermögen stieg von Tag zu Tag. Und dann trat Luisana in sein Leben, sie war jung, schön und verständnisvoll. Vidal fühlte sich in ihrer Gegenwart wohl und entspannt. Sie wusste immer, was sie in jedem Moment zu ihm sagen sollte, unterstützte ihn, ermutigte ihn und inspirierte ihn. Liebte Vidal sie? Er war dieser Frau nicht gleichgültig. Aber er hatte nie solche Gefühle wie für Viola empfunden. Luisana war gut genug für ihn. Vielleicht wartete Luisana auf entscheidende Schritte von ihrem Mann, vielleicht nicht auf eine Hochzeit, aber zumindest auf einen Vorschlag, zusammenzuleben. Aber Vidal war mit allem zufrieden. In seinen 50ern war er ein Leben allein gewohnt. Es hatte viele Vorteile.
Zum Beispiel blieben seine Sachen immer dort, wo er sie zurückließ, es war immer ruhig im Haus, oder im Gegenteil, er konnte Musik einschalten, aber nur die Musik, die er mochte. Vidal war Luisana dankbar. Sie war vor 7 Jahren in sein Leben getreten, als es schien, dass alles vor ihm nicht mehr hell, gut oder angenehm war. Nur Schmerz, Leiden und tiefe Trauer. Als Vidal dieses schreckliche Bild auf Violas Profil sah, eine brennende Kerze auf dunklem Hintergrund mit einer schwarzen Trauerschleife, konnte er seinen Augen nicht trauen, er dachte, es sei ein Fehler oder ein dummer Scherz von jemandem. Der Mann öffnete das Profil seiner Geliebten, ja, er liebte sie immer noch, trotz der vergangenen Jahre. Und mit Entsetzen las er einen von Violas Freunden verfassten Beitrag, voller Schmerz. Vidal wusste, dass vor kurzem ein Flugzeug über dem Ozean abgestürzt war, auf dem Menschen aus ihrer Stadt an Bord waren. Viola und ihr Mann waren unter ihnen, und auch Digos Eltern und Violas Eltern waren mit ihnen geflogen. Sie hatten beschlossen, zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub zu fahren, und das Flugzeug stürzte ab. Es dauerte lange, bis Vidal es akzeptieren konnte. Sie hatten sich eine Weile nicht mehr gesehen, aber ab und zu überprüfte er ihre sozialen Medien, nur um sicherzugehen, dass es ihr gut ging. Er freute sich über ihre Erfolge, lächelte, wenn er ihre neuen Fotos sah, und hoffte, dass sie eines Tages wieder miteinander sprechen würden. Es war sein Traum, wieder in die großen türkisen Augen des Mädchens zu schauen, ihre süße Stimme zu hören und ihr schönes Lächeln zu bewundern. Diese Hoffnung gab ihm einen Grund zum Leben. Und jetzt ist diese Hoffnung verschwunden. Es war so schwer für Vidal, die Realität zu akzeptieren, dass er begann, seinen Schmerz mit Alkohol zu betäuben. Er wusste, dass es falsch war, dass es ein Weg ins Nirgendwo war, aber er konnte sich nicht kontrollieren. Das Trinken benebelte seinen Kopf, vertrieb schlechte Gedanken, vertrieb alle Gedanken. Es ließ ihn für eine Weile besser fühlen. Während dieser schweren Zeit kam Luisana in sein Leben. Sie war immer für ihn da, brachte Wasser und Kopfschmerztabletten, hörte aufmerksam zu, sagte relevante und wichtige Worte. Vidal gewöhnte sich an sie, an ihre Fürsorge, ihre Unterstützung und ihre ständige Anwesenheit. Manchmal übernachtete Luisana bei ihm, aber sie spürte immer, wenn Vidal alleine sein wollte, und ging, ohne Groll, ohne Beschwerden, ohne Verpflichtungen, sie war einfühlsam, empathisch, wohlwollend. Mit Luisanas Hilfe kam Vidal aus seiner Trauer heraus, kam zurück ins Leben und fing wieder an zu arbeiten. Die Zeit milderte den Schmerz, aber die Sehnsucht nach Viola ging nie weg. Manchmal kam seine Geliebte in seinen Träumen zu ihm, manchmal fröhlich und sorglos, manchmal traurig und schweigend. Vidal wachte immer morgens weinend und mit Kopfschmerzen auf. Die einfühlsame Luisana wusste bereits, was los war, und wenn sie in seiner Nähe war, brachte sie ihm eine Kopfschmerztablette und ein Glas Wasser. Auch sie hatte viele Probleme, aber die Frau belastete Vidal nie damit, sagte nur einmal, dass ihr größter Schmerz im Leben sei, dass sie nie Kinder haben könne und dass etwas mit ihrer Gesundheit aufgrund ihrer schwierigen Kindheit nicht in Ordnung sei. Vidal fragte nicht nach Einzelheiten, er war überrascht, dass Luisana davon träumte, Kinder zu haben. Die Frau schien kalt, sogar egoistisch. Vidal konnte nicht glauben, dass so eine entschlossene Karrierefrau einfach nur Mutter sein wollte. Luisana hatte ihn heute zur Ausstellung eingeladen, aber Vidal lehnte ab. Morgen ist der Tag, an dem Viola gestorben ist. 7 Jahre sind vergangen und er kann immer noch nicht über die Tatsache hinwegkommen, dass sie gegangen ist. Er kann es nicht aus dem Kopf bekommen. Morgen wird er zum Friedhof gehen und den Beweis sehen, dass er Viola nie wieder treffen wird. Das kalte Granitdenkmal. Er gab sich sogar selbst die Schuld an ihrem Tod. Wenn er sie hätte überzeugen können, bei ihm zu bleiben, wäre sie nicht gestorben. Er hätte seine Geliebte nicht in ein Flugzeug einer Billigfluggesellschaft steigen lassen, bei der die Flugzeuge in schlechtem technischem Zustand waren. Die Schuld war in diesen 7 Jahren nicht verschwunden. Vidal gab sich selbst die Schuld, dass er damals nicht einmal versucht hatte, um seine Liebe zu kämpfen, dass er sich für unwürdig von Viola gehalten hatte. Und das ist das Ergebnis. Am nächsten Tag nach dem Mittagessen ging Vidal mit einem riesigen Blumenstrauß aus scharlachroten Rosen zum Friedhof. Er ging den vertrauten Weg zum Grab. Der Mann hatte in so vielen Jahren bereits von Violas Nachbarn erfahren, meistens waren es ältere Menschen. So sollte es sein. Vidal bemerkte von weitem zwei winzige Gestalten in der Nähe des grauen Denkmals.
Wahrscheinlich Kinder aus dem nächstgelegenen Dorf, die Süßigkeiten von den Gräbern sammeln. Es ist gruselig, aber als Kind denkt man wahrscheinlich nicht über solche Dinge nach, man will einfach nur Süßigkeiten. Die Kinder bemerkten Vidal auch. Ein Junge und ein Mädchen, beide etwa im gleichen Alter, 9 oder 10 Jahre alt, beide schlecht gekleidet. Der Mann dachte, sie würden vor einem Fremden davonlaufen, vor einem Unbekannten Angst haben. Aber die Kinder gingen nicht weg, im Gegenteil, sie richteten sich auf, nahmen sich an den Händen. Sie spürten, dass sie die Herren dieses Ortes waren. Vidal näherte sich ihnen. Sie schauten ihn mit einem verwirrten Blick an. Und dann erkannte der Mann das Mädchen. Es war das Mädchen, das ihn gestern auf dem Parkplatz getroffen hatte, das Mädchen, dem er Sandwiches gegeben und dann mit der Erwähnung des Waisenhauses erschreckt hatte. War es Zufall? Der Junge trat vor, schaute den Fremden mutig an und runzelte die Stirn. »Wer bist du?« fragte er und sah Vidal wütend und misstrauisch an. Es war offensichtlich, der Junge ist der Bruder des Mädchens, mit denselben großen türkisen Augen und fast identischen Gesichtszügen. Es ist so traurig, dass das Schicksal nicht gut zu ihnen war. Sie sind gezwungen, Wege zu finden, um Geld zu verdienen oder Essen zu finden. Sie waschen Autos auf Parkplätzen, sammeln Flaschen oder Süßigkeiten an Gräbern. Wahrscheinlich sind ihre Eltern Alkoholiker, sie kümmern sich nicht um ihren Sohn und ihre Tochter. Schreckliche Kindheit. Ich bin ein Freund der Frau, die hier begraben ist. Heute ist der Jahrestag ihres Todes, deshalb habe ich ein paar Blumen mitgebracht, erklärte Vidal die Situation den Kindern so sanft und ruhig wie möglich, damit sie nicht denken würden, er wolle sie vertreiben oder ausschimpfen. Er wollte diesen Kindern wirklich helfen. Der Mann steckte die Hand in die Tasche, zog ein paar zerknitterte Geldscheine heraus und reichte sie dem Jungen. Hier, nimm es. Es ist Tradition, an solchen Tagen Essen zu teilen, um das Andenken an die Verstorbenen zu ehren. Aber ich wusste nicht, dass ich hier jemanden treffen würde, also habe ich keine Süßigkeiten mitgebracht. Hier, bitte nimm das Geld und kauf dir etwas. Der Junge schaute auf das Geld in der Hand des Mannes, aber aus irgendeinem Grund beeilte er sich nicht, es anzunehmen. Das Mädchen war sehr überrascht, ihre Augenbrauen hoben sich, ihre Augen weiteten sich, und sie war von Vidals Worten beeindruckt. »Also, du kanntest unsere Mama?« fragte der Junge eine Frage, die der Mann sicherlich nicht erwartet hatte. »Mama, also war Viola deine?« »Richtig, natürlich.« Der Mann schlug sich sogar mit der Hand gegen die Stirn. Warum hatte er es nicht sofort herausgefunden? Er wusste, dass Viola Kinder hatte, Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Sie müssten in etwa im gleichen Alter wie diese Kinder sein. Und diese türkisen Augen, ihre Gesichtszüge, Gesichtsausdrücke, sogar ihre Stimmen. Das war der Grund, warum alles Vidal so vertraut vorkam. Die Kinder sahen aus wie ihre Mutter, wie Viola. Nicht exakte Kopien, aber Violas Merkmale waren deutlich sichtbar. Plötzlich waren diese beiden Gesichter Vidal so ans Herz gewachsen. »Ist Viola eure Mutter?« fragte Vidal, nur um das Gespräch am Laufen zu halten. »Ja«, antworteten die Kinder im Chor. Als er sie ansah, schmerzte Vidals Herz. »Arme Kleinen! Wie schwer musste es für sie sein, ohne ihre Mama und ihren Papa auszukommen?« Soweit Vidal wusste, waren auch die Großeltern der Kinder väterlicherseits und mütterlicherseits bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Familie war auf dem Weg in den Urlaub und dann stürzte das Flugzeug ab. Als die Kinder zu Waisen wurden, waren sie erst 2 oder 3 Jahre alt. Wahrscheinlich erinnerten sich die Kinder nicht einmal an ihre Eltern, aber sie vermissten sie, sehnten sich nach ihnen und kamen sogar an dem Jahrestag der Tragödie an das Grab ihrer Mutter. Ein trauriger Anblick, der selbst das kälteste Herz erweichen könnte. Ein Junge, ein Mädchen und ein kaltes, graues Denkmal. Aus irgendeinem Grund dachte Vidal, die Kinder seien an dem Tag auch gestorben, aber um ganz ehrlich zu sein, war er so zerbrochen von dem Verlust, dass er damals nicht viel darüber nachgedacht hatte. Es war ihm egal. Viola war fort, alles andere spielte keine Rolle. Was für ein Narr! Ein selbstsüchtiger Narr! Er versank in seiner Trauer und vergaß alles andere. Er litt, trank, wollte nicht mehr leben und gleichzeitig brauchten diese beiden Babys so dringend seine Hilfe und Unterstützung. Er konnte ihnen helfen, das war das, was er für Viola tun konnte.
und dass diese Kinder Hilfe brauchten, war offensichtlich. Sie waren in einer sehr elenden Situation, es schien, als würden sie sogar hungern. Vidal näherte sich dem Denkmal und die Kinder traten beiseite, um ihm näher zu kommen. Als sie erfuhren, dass der Mann ein Freund ihrer Mutter war, veränderten sich ihre Gesichter von Ärger zu Freundlichkeit, sogar zu einer Art Neugier. Vidal legte die Blumen unten am Denkmal ab, grüßte innerlich Viola und sagte, wie immer, dass er sie liebte und sich entschuldigte. Nur dieses Mal fügte er noch etwas hinzu. Er versprach, sich um ihre Kinder zu kümmern und versicherte ihr, dass es ihnen jetzt gut gehen würde. Dann wandte sich Vidal an den Jungen und das Mädchen, lächelte sie an und sagte, »Nun, meine Freunde, dann lasst uns mal bekannt machen. Ich heiße Vidal oder Onkel Vidal, wenn ihr mögt. Vor langer Zeit kannte ich eure Mutter sehr gut. Ich heiße Aria«, stellte sich das Mädchen vor, ihr Gesicht leuchtete vor einem Lächeln, dem gleichen Lächeln wie das von Viola, es ließ Vidals Herz warm werden. »Bruno«, stellte sich der Junge vor und streckte Vidal die Hand entgegen, der Mann schüttelte sie ernsthaft, als wäre Bruno sein Geschäftspartner. »Ja, er ist ein ernsthafter Junge. Aber es kann nicht anders sein, ihr Leben ist sehr schwer und natürlich hat es ihre Charaktere beeinflusst. Bei wem lebt ihr?« »Bei Oma Christina«, antwortete das kleine Mädchen. Sie begann, Unkraut aus dem Blumenbeet auf dem Grab ihrer Mutter zu ziehen, und ihr Bruder eilte ihr zur Hilfe. »Und wer ist sie, Oma Christina?« »Sie ist die Cousine unserer Großmutter«, antwortete Bruno reif. »Seit dem Flugzeugabsturz haben wir keine anderen Verwandten mehr.« Es schien, als ob Oma Christina den Kindern alle Einzelheiten der Geschichte erzählt hatte und trotz ihres jungen Alters nichts verheimlicht hatte. »Sie wollten uns ins Waisenhaus schicken«, teilte Aria, die gesprächiger als ihr Bruder war, Details mit, »aber Oma Christina ließ uns nicht gehen. Sie sagte, die Bedingungen dort seien schrecklich und wir würden es dort nicht überleben. Die Lehrer tun den Kindern weh, die älteren Kinder tun den Jüngeren weh, und außerdem ist das Essen dort schrecklich und sie zwingen die Kinder, sehr hart zu arbeiten.« Jetzt war klar, warum Aria gestern weggelaufen war, als Vidal das Waisenhaus erwähnte. Christina musste sehr veraltete Vorstellungen von Kinderheimen ohne elterliche Betreuung haben. Heutzutage herrschen dort völlig andere Bedingungen, zumindest würden die Kinder besser leben als bei Oma Christina, sie müssten keine Flaschen sammeln, um einmal alle paar Tage etwas zu essen zu kaufen. »Verletzt euch Oma Christina nicht?« »Nein, sie ist nett«, antwortete Bruno, »sie ist sehr nett. Aber sie ist alt und krank, sie kann nicht mehr arbeiten, deshalb leben wir so arm«, fügte Aria hinzu. »Manche Leute leben schlechter«, sagte Bruno streng. »Wir könnten besser leben«, sagte das Mädchen plötzlich, »wenn es nicht Onkel Felipe gäbe.« »Wer ist das?« Vidal wurde misstrauisch. Christinas Sohn, erklärte der Junge und verzog verächtlich die Lippen, er trinkt, beleidigt Christina, arbeitet nicht. Und er nimmt ihr Geld, um sich eine weitere Flasche Alkohol zu kaufen. Deshalb müssen wir Geld verdienen und nach Essen suchen. Lebt er bei euch? Vidal war entsetzt. Ja, antworteten die Kinder im Chor. Und was ist mit euch, verletzt er euch? Der Mann spürte, wie Wut in ihm aufstieg, er würde Onkel Felipe finden und ihm einige Fragen stellen. Nein. Wenn er betrunken ist, sind wir außer Sichtweite. Oma Christina schimpft immer mit ihm und versucht, ihm Vernunft beizubringen, deshalb tut er ihr immer weh, senkte das Mädchen den Blick, sie schämte sich, darüber zu sprechen. Aria, du redest zu viel, tadelte Bruno seine Schwester. Was ist schon dabei? Sagte Aria ärgerlich. Er ist Mamis Freund, schau dir den Blumenstrauß an, den er für sie mitgebracht hat. Keine Sorge, ich möchte euch wirklich helfen. Ich konnte eurer Mutter nicht helfen, aber lasst mich euch helfen. Ich muss Oma Christina sehen. Bringt ihr mich hin? Ja, nickte Bruno entschlossen, aber es ist ein langer Fußweg, unser Haus ist in der Calle de las Flores. Vidal zog überrascht die Augenbrauen hoch. Das ist wirklich weit weg auf der anderen Seite der Stadt. Seid ihr wirklich zu Fuß hierher gekommen? Ich meine, euer Zuhause ist auf der anderen Seite der Stadt, das ist sehr weit. Nun ja, zuckte das Mädchen mit den Schultern, und in dieser Geste erkannte der Mann Viola wieder, deswegen sind wir erst am Abend hier angekommen.
Zuerst haben wir unseren Papa besucht und jetzt sind wir hier, um unsere Mama zu sehen. Und wenn wir nicht zu Fuß gehen, sondern fahren? Nein, antworteten die Kinder im Chor. Wir würden nie in ein Auto mit einem Fremden steigen, erklärte Bruno. Also ging Vidal mit den Kindern wandern. Er hatte keine Wahl. Es war ein langer Spaziergang und unterwegs sprachen sie über alles Mögliche und schafften es sogar, Freunde zu werden. Ein paar Mal organisierte Vidal Pausen in verschiedenen Cafés. Die Kinder lehnten Kuchen und Limonade nicht ab, es war offensichtlich, dass sie solche köstlichen Leckereien nicht oft bekamen. Es stellte sich heraus, dass die Kinder immer noch zur Schule gingen und versuchten, keinen Unterricht zu verpassen. Einmal hatten sie eine Woche gefehlt und eine Frau vom Jugendamt kam zu Oma Christina und drohte, die Kinder in ein Waisenhaus zu bringen, wenn Oma Christina nicht zurechtkam. Bruder und Schwester mochten das Lernen, aber für das Studium fehlte oft die Zeit. Sie mussten irgendwie an Essen kommen, manchmal gab es zu Hause überhaupt kein Essen. Und ehrlich gesagt wurden sie in der Schule oft wegen ihrer schlechten, alten Kleidung verspottet. Daher versuchten die Geschwister, den Kontakt zu Klassenkameraden zu reduzieren. Aber ich lasse nicht zu, dass sie uns wehtun, sagte Bruno flach und ballte seine kleinen Fäuste. Armer Kerl, sein Leben ist schwer, er muss sich und seine Schwester schützen. Als sie das Haus in der Calle de las Flores erreichten, war es bereits dunkel und kalt. Vidal bereute, dass er seine Jacke im Auto gelassen hatte, und er machte sich auch Sorgen um die Kinder, dachte, dass sie sich erkälten könnten. Aber sie bemerkten die Kälte überhaupt nicht, das Leben in harten Bedingungen hatte sie abgehärtet. Das Haus war sehr alt und heruntergekommen. Das Haus hatte eine gesprungene und abblätternde Fassade und der Zaun war schon lange verrottet. Vidal folgte den Kindern schweigend. Er war sehr besorgt, bevor er sich mit Oma Christina traf. Was sollte er ihr sagen? Wie könnte er erklären, wer er war und dass er den Kindern helfen wollte? Bruno öffnete die Tür und sie öffnete sich sofort, wahrscheinlich verschlossen sie die Haustür nie. Vidal befand sich in einem engen, dunklen Flur mit abblätternder Tapete. Es roch nach Rauch und Alkohol und aus einem der Zimmer kam ein lautes Schnarchen. Onkel Felipe ist betrunken, sagte Bruno. Das ist schade, seufzte Aria, jetzt wird er eine Stunde oder zwei schlafen und dann wird er die ganze Nacht wieder wach sein. Kein Schlaf mehr, wir werden uns die ganze Nacht verstecken müssen. Kinder sollten hier nicht leben. Arme Viola. Gut, dass sie die schrecklichen Bedingungen, in denen ihre Kinder leben, nicht sehen kann. Beim Geräusch kam Christina in den Flur oder vielmehr kroch sie heraus. Sie war eine sehr alte, kranke Frau und wahrscheinlich lehnte sie das Trinken auch nicht ab, ihr Gesicht zeigte Anzeichen von Alkoholabhängigkeit. Aber zumindest war sie jetzt nüchtern. Wer sind Sie? Christina sah Vidal misstrauisch an. Was haben die beiden wieder angestellt? Haben Sie Ihr Auto zerkratzt oder etwas gestohlen? Wir stehlen nie Sachen von anderen Leuten, rief Bruno. Halt den Mund, schrie Christina ihn an, geh in dein Zimmer. Bruno und Aria schlüpften gehorsam hinter die geschlossene Tür und Vidal. Vidal stellte sich vor und sagte, dass sie reden müssten und es würde ein langes und ernstes Gespräch werden. Na gut, dann gehen wir in die Küche, sagte die Frau. Ich werde Kaffee kochen, da das Gespräch so ernst ist. Sie saßen an dem wackeligen, abgenutzten Tisch und tranken frisch gebrühten Kaffee und sprachen miteinander. Oma Christina stellte sich als freundliche und verständnisvolle Person mit einem schweren Schicksal heraus. Vidal fand es leicht, mit ihr zu kommunizieren. Er erzählte ihre ganze Geschichte, seine und die von Viola, angefangen von dem Moment, als die junge Schönheit in sein Büro gekommen war. Wow, sagte die alte Frau, als Vidal seine lange Geschichte beendet hatte, deine Geschichte könnte verfilmt werden. Jetzt verstehe ich etwas. Was verstehen Sie? Ich verstehe, warum Viola ihren Sohn Vidal nennen wollte. Aber ihre Verwandten redeten es ihr aus. Sie meinten, Brun wäre besser. Tochter Aria und Sohn Bruno. Also stimmte sie zu. Sie sind sehr nett, lächelte Vidal, so freundlich, so klug. Ja, nickte Oma Christina, vor der Tragödie haben ihre Eltern viel Zeit mit ihnen verbracht und sie erzogen. In ihrem Alter konnten die Kinder bereits malen, kannten Zahlen und Buchstaben und hatten sogar angefangen, ein wenig zu lesen, und dann.
Dann geschah es. Als sie zusammen in den Urlaub fahren wollten, ließen sie die Kinder bei mir. Damals führten wir ein ganz anderes Leben. Felipe war immer noch Student, er trank Alkohol, aber das störte mich nicht, er war jung und ging auf Partys. Das hat jeder durchgemacht. Ich war noch stark und gesund und verbrachte gerne Zeit mit den Kindern. Also ließen sie die Zwillinge bei mir, gingen zum Flughafen und 4 Stunden später hieß es in den Nachrichten, dass das Flugzeug abgestürzt war. Oma Christina gab die Zwillinge nicht ins Waisenhaus, denn sie waren Familie, wenn auch entfernte. Sie tat den Babys leid. Sie dachte, sie würden im Waisenhaus misshandelt. Christina musste ihren Job aufgeben, um sich um die Kinder zu kümmern. Das war kein Problem, ihr Alter erlaubte es ihr, in den Ruhestand zu gehen. Sie hatten genug Geld, um anständig zu leben. Sie erhielt auch Sozialhilfe für die Kinder. Felipe erhielt ein Stipendium und arbeitete sogar Teilzeit. Aber auch Christina hatte einen Teilzeitjob, sie arbeitete als Putzfrau in einem kleinen örtlichen Laden für bescheidenen Lohn. Es war sowohl geistig als auch körperlich und finanziell schwer, aber es war immer noch genug Geld da. Und dann? Dann lief etwas schief. Felipe fing an, viel zu trinken, er brach sein Studium ab, er hatte nicht vor, Arbeit zu finden, und es kam so weit, dass er anfing, Geld aus der Geldbörse seiner Mutter zu nehmen, ohne sich darum zu kümmern, dass es Geld für Essen oder Medizin war. Und dann wurde Christina krank, sie hatte Gelenkprobleme und konnte nicht mehr arbeiten. Sie bekam eine Behinderung. Der Staat begann, ihr Behindertenunterstützung zu zahlen, aber es gab einen katastrophalen Geldmangel. Felipe konnte fast das ganze Geld nehmen. Es war sinnlos, sich mit ihm auseinanderzusetzen, wenn er betrunken war, wurde er aggressiv und sehr wütend. Oma Christina hatte Angst, dass er sie und die Kinder verletzen würde, also konfrontierte sie ihn nicht. Mir ist klar, dass ich den Kindern nicht das Leben bieten kann, das sie verdienen. Sie leben in einem Albtraum. Sie sind so gut, so klug. Diese Kinder verdienen Besseres. Aber was kann ich tun? Ich kann ihnen kein besseres Leben bieten. Solange ich lebe, werde ich mein Bestes geben, aber mein Tod rückt näher, die Krankheit schreitet voran und bald werde ich nicht mehr laufen können. Und ich weiß nicht, wohin die Kinder dann gehen werden. Wir haben keine Verwandten. Ins Waisenhaus. Ich weiß nicht, wie ich ihren Eltern in die Augen sehen werde, wenn wir uns im anderen Leben treffen. Sie haben mir die Kinder anvertraut und ich habe versagt. Was ist, wenn ich sie adoptiere? Schlug Vidal plötzlich vor. Er hatte bereits entschieden, dass er diese Kinder nicht verlassen würde. Die Entscheidung zur Adoption kam automatisch und schien richtig und natürlich zu sein. Es war der einzige Ausweg, Aria und Bruno würden es mit ihm besser haben, er würde ihnen eine glückliche Kindheit und eine Chance auf eine gute Zukunft geben. Warum? Wie? Oma Christina war verwirrt. Das ist seltsam, du bist ihnen fremd. Das ist nicht seltsam. Und ich bin kein Fremder, du kennst unsere Geschichte. Violas Kinder großzuziehen und ihnen ein glückliches Leben zu geben, ist das Einzige, was ich jetzt noch für sie tun kann. Mir ist es egal, sagte Oma Christina plötzlich. Ich kann es nicht alleine schaffen, sie aufzuziehen, und es wird nur schlimmer werden. Aber wir müssen die Kinder fragen, sehen, ob sie zustimmen. Sie stimmen zu, kam Bruno von hinter der Tür und hielt die verlegene Aria an der Hand. Natürlich konnten die Kinder nicht widerstehen und belauschten das Gespräch zwischen den Erwachsenen, jetzt wissen sie alles. Ihr seid gut, das habe ich gleich gemerkt, auf dem Parkplatz gestern, sagte das Mädchen und versuchte sich aus irgendeinem Grund hinter ihrem Bruder zu verstecken. Sie war aufrichtig, sehr schüchtern und verletzlich. Bruno war genauso, er war immer noch ein kleiner Junge, obwohl er versuchte, erwachsen und stark auszusehen. Vidal sah die Kinder an und konnte ein Lächeln nicht zurückhalten. Er fühlte eine seltsame Verbindung zu diesen Kleinen, sogar eine Art Verwandtschaft. Zusammen würden sie sehr glücklich sein, aber sie hätten noch viel aufzuholen, lernen, Erziehung, Reisen, aber das war in Ordnung, sie würden das schaffen. Vidal entspannte sich auf einem Liegestuhl vor einem Pool mit kristallklarem türkisfarbenem Wasser. Die Sonne schien, es war sehr heiß im Juli in der Türkei. Luisana saß am Pool, sie hatte lange Beine, war gebräunt, schön und jetzt glücklich.
Ihr normalerweise kühler und distanzierter Ausdruck war verschwunden und jetzt lächelte Luisana viel. Jetzt hatte sie ein warmes Lächeln im Gesicht, das ihr gut stand. Luisana sah Aria und Bruno im Pool spielen. Sie waren jetzt eine Familie. Sie mussten viele Schwierigkeiten auf dem Weg zu diesem Glück überwinden, viele bürokratische Hürden überwinden, aber sie haben es geschafft. Die Sozialdienste lehnten es ab, einem alleinstehenden Mann die Adoption von Kindern zu erlauben. Sie sagten ihm, du musst eine Frau haben. Vidal dachte nicht lange nach, er machte Luisana sofort einen Heiratsantrag und erklärte ihr zuvor die Situation, in der Annahme, dass die Frau vielleicht Angst haben könnte, Mutter von zwei Kindern zu werden, die unter so harten Bedingungen gelebt hatten. Aber Luisana umarmte ihn, brach in Tränen aus und sagte, sie sei die glücklichste Frau im Universum. Sie hatte von Kindern geträumt, konnte aber keine bekommen. Und sie liebte Vidal, sie sagte es nicht laut, aber ihre Taten und ihr Verhalten waren viel ausdrucksstärker. Selbst in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so kommen würde, sagte Luisana wirklich glücklich und inspiriert. Du und ich und die Kinder, wir werden eine richtige Familie haben. Ich werde alles tun, um uns glücklich zu machen. Und Luisana hielt ihr Versprechen. Sie umgab Aria und Bruno mit Wärme, Aufmerksamkeit und Fürsorge und freundete sich sofort mit ihnen an. Luisana half auch Vidal, sich den Kindern näher zu bringen. Denn sie ist eine erstaunliche Frau, sensibel, sanft, taktvoll und klug. Vidal erkannte, wie viel Glück er hatte, Luisana zu haben. Sie vergaßen Christina nicht. Vidal zahlte für ihre Behandlung in einer teuren Privatklinik. Es stellte sich heraus, dass die Krankheit der Frau kontrolliert werden konnte. Eine vollständige Genesung kam nicht in Frage, aber die Ärzte verbesserten ihren Zustand erheblich. Die arme Christina wartete auf den Tag, an dem sie nicht mehr laufen konnte. Sie suchte bereits einen billigen Rollstuhl. Aber plötzlich versprachen sie ihr, dass sie, wenn sie allen Empfehlungen folgte und die Medikamente einnahm, den Rest ihres Lebens ohne Probleme laufen könne. Sie konnte sich nicht einmal vorstellen, dass das möglich war. Oma Christina war für Aria und Bruno eine nahe, liebe Person und deshalb auch für Vidal. Und jetzt waren sie im Urlaub in einem der besten Hotels in der Türkei. Die Kinder genossen die Sonne, das warme Meer und die leckeren Früchte. Vidal und Luisana nahmen sie mit zu interessanten Ausflügen und Freizeitparks. Beide sahen gerne, wie glücklich Aria und Bruno mit allem um sie herum waren, staunten, lachten und Neues lernten. Vidal stand von der Liege auf und ging langsam zu Luisana. Geh dich ausruhen, sonne dich, schwimme, und ich werde auf sie aufpassen, es ist an der Zeit für mich. Er lächelte sie an. Nein, ich bleibe bei dir, lächelte Luisana und lehnte ihren Kopf an Vidals Schulter. Ich möchte, dass wir alle zusammen sind. Sie sind so wunderbar. Danke für sie, für alles. Nein, danke für alles, legte Vidal seinen Arm um Luisanas Taille. Jetzt beobachteten die beiden die Kinder beim Spielen. Sie hatten bereits Freunde im Pool gefunden und die Gruppe führte eine echte Seeschlacht. Vidal erkannte seine Kinder in dieser gemischten Menge, die schlanke, bewegliche Aria in ihrem leuchtend pinkfarbenen Badeanzug und der gebräunte, wendige Bruno. Tochter und Sohn Violas Kinder. Der Mann hoffte wirklich, dass Oma Christina recht hatte und Viola sie von irgendwo oben sehen konnte und lächelte, weil sie jetzt sicher sein konnte, dass das Leben ihrer Kinder auf jeden Fall gut sein wird. Es kann nicht anders sein. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.